Zweites Pre-Playoff-Spiel der Heilbronner Falken gegen Dresden. Das erste Spiel haben die Heilbronner Falken am Dienstagabend in Dresden mit 3:1 gewonnen. Heute folgt das zweite Spiel. Wenige Minuten vor Schluss steht es 3:3 zwischen den Heilbronner Falken und den Dresdner Eislöwen. Es steht auf das Messer, schneide das Spiel. Die Falken sind jetzt in Überzahl, haben noch wenige Sekunden auf der Uhr und Justin Kirsch zieht ab, trifft 4:3 für die Heilbronner Falken. Herren, knapper 4:3 Sieg war es am Ende. Es ging dramatisch hin und her bis zum Schluss. Wie groß ist Ihre Erleichterung im Moment? Natürlich sehr groß. Nach dem 3:3 dachte ich schon, war ich mit einem Bein im Bus nach Dresden für morgen. Das hatten wir ja eigentlich vor. Es ist eine Wahnsinnserleichterung nach all den Jahren und nach so einem spannenden Spiel. Es ist einfach unglaublich. Und mit dieser Energie und diesem Selbstbewusstsein sind wir auch in dieses Spiel gegangen. Daher bin ich mir jetzt sehr wohl bewusst, dass wir jetzt im Viertelfinale der Playoffs sind. Ich muss den Satz auch noch mal ein paar Mal mir über die Zunge gehen lassen. Es ist wirklich unglaublich. Es hätte keiner gedacht am Anfang der Saison, nach den ersten 10 Spielen, dass wir vom Tabellenletzten jetzt im Viertelfinale stehen und vielleicht dann auch noch gegen Bietigheim spielen. Einfach unglaublich. Was ist denn in so einer Serie gegen Bietigheim noch drin? Alles. Seit wenigen Minuten steht fest, wer der Gegner ist. Und es hätte, glaube ich, nicht besser kommen können, denn es wird Bietigheim. Was sagen Sie dazu? Nein, super. Ich glaube, für die Region extrem wichtig. Beide Fanlager werden es sehr schätzen. Kurze Anreisen. Ich glaube, die Hütten werden beide voll sein. Ich freue mich aufs Spiel. Ich muss sagen, Bietigheim, überragende Mannschaft über die letzten Jahre, dominant in der DL2. Und ja. Und dann kommen wir Heilbronn und wir sind eine Mannschaft mit viel Herz, Kampfgeist und ja, wenn wir schauen, ob wir den großen Favoriten ein bisschen ärgern können. Was wird in der Serie den Unterschied machen? Ich glaube einmal, motivieren wird man keinen Spieler brauchen. Die werden bis in die Haarspitzen motiviert sein. Ich glaube einmal ein bisschen, dass man die Emotionen vielleicht bei den Spielern ein bisschen runterdrücken muss, dass man eventuell nicht so viel dumme Strafen nimmt aus der Emotion heraus. Einfach dadurch, es wird laut werden, die Fans, es wird eine brutale Stimmung im Stadion sein, aber die Jungs müssen trotzdem probieren, einen kühlen Kopf zu behalten. Wird das vielleicht das Entscheidende sein, wer am wenigsten Strafen kassiert, wird am Ende als Sieger da rausgehen? Naja, man hat die letzten Spiele gesehen, es waren sehr viele Strafen, es waren immer sehr ruppige Spiele, was ich eigentlich geil finde, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich finde das einfach toll und das ist auch wichtig für die Spieler, weil die spielen da wirklich mit vielen Emotionen und ich glaube auf alle Fälle, wer da ein bisschen zurückhalten kann, ist wahrscheinlich schon ein bisschen im Vorteil. Muss Bietigheim Angst haben vor Heilbronn? Muss Heilbronn vor Bietigheim Angst haben?